Hi Leute, ich bin's wieder, euer Markus von Horntools. Heute zeige ich euch den Aufbau eines Klappzelts anhand unseres brandneuen Produkts, dem Elements Dachzelt. Der Aufbau eines Klappzelts ist sehr einfach und unkompliziert. Als erstes entfernen wir hier die Transportsicherung, geben diese auf die Seite. Dann öffnen wir den Reißverschluss der Abdeckung. Da haben wir eine extra lange Schnur mit dran, dass wenn das Dachzelt auf dem Auto montiert ist, dass ich von einer Seite des Fahrzeugs ziehen kann und somit den Reißverschluss problemlos öffnen kann. Am besten die Ecken nach oben klappen und schon könnt ihr den Reißverschluss rundherum öffnen. Dann einfach die Abdeckung entfernen und nach vorne herunterziehen. Je nachdem, ob ihr dann gleich mal wieder weiterreist oder ob ihr länger an einem Ort bleibt, könnt ihr dann einfach die Abdeckung entfernen. Natürlich erst im Reißverschluss lösen. Und schon ist die Abdeckung entfernt. Die könnt ihr dann im Fahrzeug verstauen. Und nun geht's weiter. Hier die Zeltsicherungen lösen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und schon seid ihr bereit, das Zelt aufzuklappen. Dazu einfach die Leiter ein bisschen nach außen ziehen, nach unten drücken und schon klappt das Zelt auf. So, das wäre der Grundaufbau des Zelts. Jetzt können wir die Abspannzangen auf der Seite einspannen und nach vorne noch das Vorzelt aufspannen. Und dann ist das Dachzelt einsatzbereit. Um die Abspannstangen einzuspannen, haben wir auch hier bei diesem Zelt wieder die Ausnehmungen im Stoff. Ganz einfach die Stange reinstecken, dann einspannen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Hier noch die Abdeckung verschließen. Schon ist das erste Fenster abgespannt. Nun im hinteren Bereich auch den Stoff wieder drüber ziehen, die Abspannstange durch die Öffnung führen, einspannen und einhängen. Das letzte Fenster. Beim Einhängen der Stangen immer darauf achten, dass die Wasserabtropfnasen nach unten zeigen, sodass kein Regenwasser an der Stange entlang rinnen kann und euch ins Zelt rinnt. So, das waren schon die Fenster. Jetzt spannen wir noch das Vordach schnell ab. Dazu die Stange, die hier im Dachzelt mit drin ist, einfach rausziehen, in die Führung einspannen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann hier die Verschlüsse lösen, das Vorzelt einrichten und dann kann das Ganze gespannt werden. So, hier haben wir noch die Bänder, um das Dachzelt nach vorne hin abzuspannen. Ich empfehle euch, macht das immer gleich, weil wenn es in der Nacht ein bisschen windig wird, hat man natürlich immer die Flattergeräusche vom Zelt. Wenn das ordentlich abgespannt ist, hat man nie ein Problem.
So, somit ist das Zelt schon bereit zum Übernachten.